Zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Düsseldorfer EG gegen die Hannover Scorpions. Endstand 5:1 vor 3.839 Zuschauern. Die anderen Ergebnisse: Straubing besiegt Hamburg 5:3. Augsburg bezwingt Krefeld 2:1. Das geht anscheinend. München unterliegt Mannheim 1:5. Wolfsburg besiegt Köln 6:3. Ingolstadt schlägt Iserlohn 5:2. Und wir, wie gesagt, 5:1 gegen Hannover. Zu meiner linken Gästetrainer Igor Pavlov, zu meiner rechten Christian Brittig, der Gästetrainer, ins Mikro. Ja, guten Abend. Guten Abend zusammen. Ich glaube, also Fazit, ganz kurz, Düsseldorf hat heute richtig mit Leidenschaft, mit Herz, mit Charakter gespielt. Hat fast alle Zweikämpfe gewonnen, also richtig gut gespielt, ja, und absolut verdient 5:1 gewonnen. Und wir haben heute also getastet, die ersten 20 Minuten, wie, was, wieso, weshalb, ein Tor haben wir geschossen, aber danach waren wir nicht irgendwie nicht da. Natürlich durch gute Leistung von DEG, definitiv. Die haben aktiv gespielt, die haben uns gecheckt und ja, uns hat einfach, ja, das sage ich, so Leidenschaft irgendwie gefällt. Darum gratuliere ich Christian, also gute Leistung von DEG, gute Leistung. Danke. Vielen Dank. Christian, dein Statement ins Mikro. Ja, danke schön. Ich denke, dass wir heute durch die Änderungen, die wir die letzte Woche im Training gemacht haben, erstens einmal sehr gute Beine hatten, dass wir gute Energie hatten mit den drei Sturmreihen, dass wir in der Offensive den dritten Stürmer tiefer hatten. Das hat uns gut getan. Die drei Stürmer konnten auch in den Ecken gut rotieren. Die Mannschaft hat auch nach dem 1:0 sich überhaupt nicht in der Kabine beeindrucken lassen. Wir haben uns einfach vorgenommen, wir versuchen Druck zu machen, wir versuchen viel zu laufen, viel zu checken. Das ist uns dann immer besser gelungen. Aber heute muss ich auch sagen, dass wir auch gut gespielt haben. Es waren gute Kombinationen, wir haben auch gute Torschancen kreiert. Wir hatten über 40 Schüsse, das ist auch rekordheuer in dieser Saison. Also Kompliment an die Mannschaft nach diesen schweren Wochen. Das ist eine Charaktersache, hat die Mannschaft wieder unter Beweis gestellt, dass sie einen riesen Charakter hat, ein riesen Herz und eine riesen Leidenschaft. Deshalb Kompliment und auch an die Fans. War super Stimmung heute in der Halle und ich hoffe, dass am Sonntag auch viele kommen, weil ich denke, dass wir auch am Sonntag ein gutes Spiel abliefern können. Dankeschön. Gibt es Fragen bei der Trainer? Dann geht unser Heimspiel Flatrate Party am Sonntag weiter um 16:30 Uhr gegen Augsburg. Den Gästen eine gute Heimfahrt und wir sehen uns Sonntag wieder. Schönen Abend noch.